Hallo und willkommen bei mitbringen.net. Hier kannst du schnell und kostenlos deine nächste Mitbringparty planen. Ich zeige dir, wie du eine Mitbringliste erstellst und wie du sie an deine Freunde weitergibst. Zusammen mit deinen Freunden vervollständigst du dann die Liste, findest idealerweise für alles einen Mitbringer und planst sogar noch, an welchem Termin das Event steigt. Neben der Webseite mitbringen.net haben wir übrigens noch eine App. Unsere App heißt Mitbringliste und ist für iPhone, iPad und Android-Geräte verfügbar und natürlich kostenlos. Du findest sie im App Store bzw. Play Store oder unter mitbringen.net/app. Jede Liste erhält eine eindeutige PIN. Hast du von jemandem eine PIN erhalten? Gibst du diese in das untere Feld ein und wählst Liste öffnen. Um zurück auf die Startseite zu gelangen, kannst du jederzeit oben auf das Logo klicken. Jetzt erstellen wir unsere erste Liste. Wähle einen treffenden Namen und klicke auf Neue Liste erstellen. Los geht's! Deine Liste wurde soeben erstellt. Jeder, dem du die PIN zur Liste mitteilst, kann so einiges mit der Liste tun. Neue Dinge hinzufügen, ändern oder gar löschen. Es gibt aber ein paar Dinge, die nur du als Besitzer der Liste tun darfst. Dazu gehört unter anderem das Umbenennen oder Löschen einer Liste und das Erstellen eines Begrüßungstextes. Auch den endgültigen Termin fürs Event darf nur der Besitzer bestimmen. Um dich später als Besitzer dieser Liste auszuweisen, wird ein Besitzerpasswort benötigt, welches du jetzt vergeben solltest. Bist du Besitzer der Liste, kannst du den Namen der Liste jederzeit ändern. Um das zu tun, klickst du einfach doppelt auf den Namen der Liste. Du erhältst dann ein Eingabefeld und kannst den neuen Namen mit dem blauen Button speichern. Auf Tablet oder Smartphone funktioniert das, indem du statt Doppelklick kurz den Finger darauf hältst. Bei der ersten Aktion auf einer Liste musst du deinen Namen eingeben. Das muss natürlich nicht der volle Vor- und Zuname sein. Wähle einfach einen Namen, unter dem deine Freunde erkennen, wer du bist. Um Vandalismus und Spam durch sogenannte Bots zu unterbinden, musst du jetzt noch beweisen, dass du ein Mensch bist. Siehst du die dreifarbigen Symbole? Lies den Text darüber und wähle das Symbol, nach dem im Text gefragt wird. Dann kann es weitergehen. Du kannst den Namen, mit dem du auf mitbringen.net unterwegs bist, jederzeit ändern, indem du ganz oben neben deinem Namen auf Ändern klickst. Auf Smartphones tippst du auf die Initialen deines Namens, oben rechts. So kannst du auch Leute auf der Liste eintragen, die selber keinen Zugriff auf die Liste haben. Zum Beispiel Oma und Opa ohne Computer. Mit einer kurzen Beschreibung kannst du alle Teilnehmer der Liste begrüßen und erklären, worum es hier geht. Hier ist auch Platz für zusätzliche Informationen zum Event. Als Besitzer der Liste kannst du die Beschreibung jederzeit ändern, indem du doppelt auf die Beschreibung klickst. Auf Tablet oder Smartphone funktioniert das, indem du statt Doppelklick kurz den Finger darauf hältst. Es ist Zeit, die Dinge zur Liste hinzuzufügen. Trage ein, was und wie viel davon gebraucht wird. Willst du direkt mehrere Dinge hinzufügen, aktivierst du das Häkchen. Am Computer kannst du schnell viele Dinge hinzufügen, indem du mit der Tab-Taste zwischen Name und Menge wechselst und mit Enter speicherst. Den Namen eines Dinges kannst du nachträglich ändern, indem du einfach doppelt auf den Namen klickst. Das kannst du auch mit den Dingen machen, die jemand anderes hinzugefügt hat. Das gleiche gilt auch für die benötigte Anzahl. Auf Tablet oder Smartphone funktioniert das, indem du statt Doppelklick kurz den Finger darauf hältst.
Möchtest du etwas von der Liste löschen, nutzt du dazu das rote Mülleimer-Symbol. Wenn du nicht der Besitzer der Liste bist, kannst du aber nur eine begrenzte Anzahl an Löschungen vornehmen. Möchtest du etwas von der Liste mitbringen, betätige einfach den Button mit der Aufschrift "Bring ich mit". Anschließend wirst du eventuell noch gefragt, wie viel du mitbringst, und die Sache ist erledigt. Unter jedem Ding auf der Liste wird übrigens angezeigt, wie viel davon noch benötigt wird. Du kannst dich oder jemand anderen als Mitbringer auch wieder austragen. Dazu klickst du doppelt auf den Namen des Mitbringers. Es wird ein Bearbeitungsmodus für die Mitarbeiter aktiviert. Auf Tablet oder Smartphone funktioniert das, indem du statt Doppelklick kurz den Finger darauf hältst. Klicke nun auf den Mitarbeiter, der entfernt werden soll, und bestätige die Sicherheitsfrage. Du kannst die Reihenfolge der Dinge in der Liste beliebig ändern. Aktiviere dazu die Funktion Liste sortieren. Anschließend kannst du die Dinge mit der Maus beliebig verschieben. Auf dem Smartphone oder Tablet hältst du kurz den Finger auf das Ding, um es aus seiner Verankerung zu lösen, und ziehst es anschließend an die neue Position. Bist du mit dem Sortieren fertig, beendest du den Modus, indem du auf den entsprechenden Button im blauen Kasten über der Liste klickst. Damit deine Freunde und Bekannte auch etwas zur Liste beisteuern können, solltest du die Liste mit ihnen teilen. Dazu kannst du ihnen die Liste per E-Mail oder Facebook zusenden. Wähle Liste teilen. Anschließend kannst du beliebig viele E-Mail-Adressen und eine Nachricht eingeben. Wir senden dann an alle eine E-Mail mit dem Link zur Liste. Alternativ wählst du den Facebook-Button und sendest die Liste an deine Facebook-Freunde. Nutzt du mitbringen.net auf einem mobilen Gerät, aber nicht unsere App, muss dafür die Facebook Messenger App installiert sein. Wenn du unsere App benutzt, kannst du die Liste mit verschiedenen anderen Apps, wie zum Beispiel WhatsApp oder deine E-Mail-App, teilen. Unsere App heißt Mitbringliste und ist für iPhone, iPad und Android-Geräte verfügbar und natürlich kostenlos. Du findest sie im App Store bzw. Play Store oder unter mitbring.net/app. Du kannst die Liste auch ausdrucken. Auf dem Ausdruck ist gut erkennbar der Link zur Liste, sowie ein QR-Code zu sehen. So kannst du die Liste an beliebigen Orten aushängen. Der Ausdruck kann auch als Checkliste benutzt werden. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, wenn etwas auf der Liste passiert, hilft dir die Funktion "Auf dem Laufenden bleiben". Hinterlege hier deine E-Mail-Adresse und wir senden dir eine E-Mail, sobald sich etwas Nennenswertes in der Liste ändert. Zum Beispiel, wenn sich Mitbringer eingetragen haben oder ein Kommentar geschrieben wurde. Keine Angst, du bekommst nur eine einzige E-Mail, bis du dir die Liste nochmal anschaust. Alternativ kannst du dich auch auf Facebook benachrichtigen lassen. Änderungen werden dir dann in deinem Nachrichtenbereich auf Facebook angezeigt. Wenn du unsere App benutzt, erhältst du bei allen wichtigen Geschehnissen auf der Liste eine Benachrichtigung auf dein Gerät. Über das Symbol mit der Glocke kannst du die Benachrichtigung aus- oder wieder anschalten. Unsere App heißt Mitbringliste und ist für iPhone, iPad und Android-Geräte verfügbar und natürlich kostenlos. Du findest sie im App Store bzw. Play Store oder unter mitbring.net/app. Im Bereich Organisation kannst du einen Termin für dein Event festlegen bzw. gemeinsam mit den anderen einen guten Termin finden. Es gibt noch keinen Termin für das Event. Am besten schlägst du direkt den ersten Termin vor. Im Kalender wählst du den gewünschten Termin für das Event aus. Mit den Pfeilen neben dem Monat navigierst du einen Monat vor oder zurück. Wähle entweder den gewünschten Tag aus oder klicke direkt auf einen angezeigten Feiertag. Klicke zum Schluss auf Termin vorschlagen.
Alle vorgeschlagenen Termine werden im Organisationsbereich aufgelistet. Zu jedem Termin siehst du auch, wer für dieses Datum mit wie vielen Personen zugesagt hat. Gibt es bereits einen fixen Termin für das Event oder habt ihr euch auf einen der vorgeschlagenen Termine geeinigt? Kann der Besitzer der Liste einen Termin fixieren? Dazu genügt ein Klick auf die Stecknadel. Ist ein Termin fixiert, können keine weiteren Termine mehr vorgeschlagen werden und Teilnehmer können nur für diesen Termin zusagen. Das kann auf dem gleichen Weg auch wieder rückgängig gemacht werden. Solange kein Termin für das Event fixiert ist, kann jeder Teilnehmer weitere Termine für das Event vorschlagen. Wenn du für einen oder mehrere der vorgeschlagenen Termine zusagen möchtest, klickst du einfach auf "Da kann ich auch". Anschließend gibst du noch ein, mit wie vielen Personen du an dem Tag kommen würdest und bestätigst die Zusage. Auf dem gleichen Weg kannst du eine Zusage auch wieder zurückziehen. In diesem Bereich kannst du dich mit anderen Teilnehmern unterhalten und die bisherigen Aktivitäten auf der Liste ansehen. Um einen Kommentar in die Unterhaltung zu schreiben, gibst du einfach deinen Text ein und klickst auf Absenden. Der Kommentar ist dann sofort für alle sichtbar. Innerhalb der nächsten halben Stunde kannst du deinen eigenen Kommentar noch ändern. Danach ist das nicht mehr möglich. Klicke dazu doppelt auf deinen Kommentar und speichere die Änderung mit dem blauen Button. Auf Tablet oder Smartphone funktioniert das, indem du statt Doppelklick kurz den Finger darauf hältst. Unter "Was bisher geschah" kannst du alle Aktivitäten sehen, die seit Erstellung der Liste passiert sind. Ist dein Event vorbei oder wird die Liste nicht mehr benötigt, kannst du als Besitzer der Liste diese wieder löschen. Die Liste ist dann nicht mehr aufrufbar und kann auch nicht wiederhergestellt werden. Solltest du neben dieser Videohilfe noch Fragen haben, klicke einfach auf den Link "Fragen". Dort findest du eine Auswahl häufig gestellter Fragen und deren Antworten. Hier kannst du auch Fragen an uns senden. Wir wünschen dir nun viel Spaß mit der Liste und natürlich auch auf deiner Mitbringparty. Wenn du Fragen oder Anregungen hast oder uns sonst irgendetwas sagen möchtest, kannst du das über unser Feedback-Formular tun. Dieses findest du ganz unten unter dem Link "Kontakt". Nutzt du unsere App? Benutze für Feedback bitte den App oder Play Store oder sende eine E-Mail an fragen@mitbringen.net.